17 Saisons, 3 Premier League-Titel und 4 FA Cup-Erfolge. Und das alles nur durch eine Person. Arsène Wenger wird als Trainer des FC Arsenal am Wochenende gegen den FC Chelsea sein 1000. Spiel absolvieren. Grund genug, dass auch ehemalige Arsenal-Spieler wie Philipp Senderos den Coach ehren. Der Schweizer absolvierte bei den Gunners 117 Spiele unter Arsène Wenger. He's been at the top. Er ist seit so vielen Jahren auf hohem Niveau. Es gibt nicht eine Saison, in der die Mannschaft nicht oben mitgekämpft hat. Ich denke, das zeigt den Charakter nicht nur als Menschen, sondern auch als Trainer, als großartiger Trainer, der er ist. Der letzte große Titel unter Wenger gelang dem Team 2005, als man den FA Cup gewinnen konnte. Im Spiel gegen Manchester City war auch Senderos ein Teil der Mannschaft. Doch seitdem konnte Arsenal keinen Titel mehr gewinnen. Für den Schweizer Verteidiger spielt die Geduld eine große Rolle. Wenn du gewöhnt bist zu gewinnen, erwarten die Menschen jede einzelne Saison einen Titel. Klar hat Arsenal das in den letzten Jahren nicht geschafft. Aber ich bin überzeugt, dass die Gunners mit dem gleichen Trainer und dem Team etwas schaffen werden. Mit einem Sieg am Samstag gegen Chelsea könnte Arsenal einen Schritt in die richtige Richtung machen. Dann wäre das Team nur noch einen Punkt hinter dem Konkurrenten. Mit einem Spiel weniger als die Blues würde das die Situation deutlich verbessern. Es ist sehr schwierig. Ich denke, beide Teams brauchen einen Sieg und es wird ein sehr, sehr großes Spiel für die Liga. Nach 9 Jahren ohne Titel könnte Wenger in seinem Jubiläumsspiel einen wichtigen Schritt machen, um diese titellose Phase zu beenden.